Unter welchen Voraussetzungen ist das Pferd motiviert, eine bestimmte Leistung zu erbringen? Diese Frage stellen sich viele Reiter immer wieder und man könnte zur Beantwortung ein komplettes Buch darüber schreiben, wollte man auf alle Aspekte eingehen. Ich möchte hier nur kurz auf einen Punkt eingehen, der meiner Meinung nach maßgeblich die Lust beim Pferd fördert, sich unter dem Sattel zu bewegen. Lust am Laufen ist oft hormonell gesteuert. Wenn sich ein Pferd ausgelassen beim Freilaufen bewegt, werden Endorphine im Körper ausgeschüttet. Das Pferd findet selbst Gefallen daran, sich ausdrucksvoll mit großen Bewegungen imposant zu präsentieren. Unter dem Sattel liegt es am Ausbilder bzw. am Reiter, dem Pferd zu ermöglichen, sich immer wieder, ähnlich wie beim Freilaufen, gut zu fühlen und damit zufrieden und freudig seine Arbeit zu machen. Das geschieht aber nicht durch ständiges, langweiliges Entspannen des Pferdes, sondern auch durch angemessene Anforderungen und durch Lob. Dieser Rappe ist ein schönes Beispiel. Als ich ihn im Beritt bekam, war er unter dem Reiter eher sehr verspannt. Er konnte sich unter dem Sattel nicht so bewegen, wie er es gerne gemacht hätte, um sich unter dem Reiter gut zu fühlen. Er sollte immer langsam gehen und wurde zurückgehalten. Der Rappe spulte sich dadurch mehr und mehr auf und entzog sich oft in einen verspannten Galopp oder blieb stehen. Wenn ich einen ruhigen, geregelten Galopp zur Verfügung habe, kann ich diesen durchaus dazu nutzen, sehr gehwillige Pferde damit zu lösen. Keinen Sinn macht das jedoch, wenn das Pferd beim Galoppieren in eine Art Rausch kommt und sich immer mehr hochpusht. Der Besitzerin dieses Rappen gelang es selbst durch langes Galoppieren nicht, die viel zu hohe Spannung im Pferd wieder herunterzufahren. Und so war unter anderem auch ein entspannter Schritt am längeren Zügel kaum möglich. Bei diesem jungen Falben war es umgekehrt. Ihm wurde wohl schon beim Anreiten eher etwas zu viel abverlangt. Die Laufmotivation war entsprechend gering und insbesondere im Tölt war das Pferd leicht verspannt. Die Probleme waren aber längst nicht so gravierend wie bei dem Rappen und nach einer osteopathischen Behandlung und etwas geringeren Anforderungen beim Reiten nahm das Wohlbefinden und die Leistungsbereitschaft des Pferdes schnell wieder zu. Man fühlt als Reiter, dass das Pferd sich nun mehr und mehr selbst gefällt, wie es sich unter dem Sattel bewegen kann. Der Rappe durfte bei mir von Tag zu Tag mehr zeigen, wie ausdrucksvoll er sich im Tölt unter dem Sattel präsentieren kann. Im Tölt kann er sich kraftvoll bewegen. Ich kann als Reiter die Spannung und das Tempo viel besser kontrollieren als im Galopp. Der Rappe läuft mehr und mehr in eine gute Balance, ohne sich dabei heiß zu laufen. Man spürt förmlich, was für einen Spaß er dabei hat, sich auf der Ovalbahn Runde um Runde im mittleren Tempo Tölt zu präsentieren. Danach ist sofort ein entspannter Schritt am lockeren Zügel möglich. Und ganz nebenbei wurde auch der anfangs sehr unsichere Trab langsam besser. Ein Ziel der Ausbildung ist, die Körperspannung im Pferd dosierbar zu machen. Eine bestimmte Leistung ist nur mit einer gewissen Körperspannung möglich. Die Grundvoraussetzung dafür ist ein losgelassenes Pferd. Jedes Reitpferd muss dann nach und nach lernen, seine Muskulatur je nach Anforderung anzuspannen, aber auch wieder zu entspannen. Dazu sollte jeder Reiter die Grundlagen der Gymnastizierung eines Pferdes lernen, um die Körperspannung des Pferdes an die jeweilige Anforderung anpassen zu können. Hierbei trägt sowohl eine zu hohe als auch eine zu niedrige Körperspannung bei der jeweiligen Anforderung dazu bei, dass sich das Pferd verspannt. Eine Verspannung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Pferd bestimmte Muskeln anspannt, dann jedoch nicht mehr ganz aus diesem Spannungszustand herauskommt. Der Reiter stößt dann beim Pferd schnell auf Widerstände und Unwillen. Es gilt also, das Pferd für eine bestimmte Anforderung in die richtige Körperspannung zu bringen, mit der es sich zufrieden bewegt und motiviert ist, gerne nach und nach noch mehr zu leisten, stets mit der Gewissheit, sich auch immer wieder entspannen zu können.